what can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now, you make my day. Nevermore will dreams expire. Keep it burning, keep it burning, baby, got this fire on my head. And don't dare to let go, 'cause each day for you, my love will grow. When you're not here, my heart is screaming out your name. Wir führen jetzt gleich ein paar Interviews für JATV, werden hier ein paar Eindrücke vor Ort einfangen, mal schauen, was die Leute so zu sagen haben. Dürfte ich mich hier mit dazusetzen? Ich wollte mal fragen, was Sie hier für Erwartungen haben. Wir sind ja gerade im Landtagswahlkampf in Brandenburg. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, ich gehe in 10 Jahren in eine Rente und ich weiß nicht, ob ich Rente kriege. Und es kann nicht sein, dass hier so viel Geld ausgegeben wird für Menschen, die ja nichts eingebracht haben. Von welcher Partei fühlen Sie sich am meisten ernst genommen? Sag ich mal, es gibt nur die AfD. Ja? Wir sind nicht dumm. Wir hören uns alles an. Wir hören die reden. Ich höre Leute von der CDU reden, von der SPD reden und die reden nur Scheiße. Also wenn ich da eine Frage stelle, dann wird die nicht beantwortet. Die vertreten meine Meinung. Hallo Cottbus! Also mehr brauche ich auch nicht sagen. Die sagen das, was ich denke und die vertreten mich. Am besten vertreten fühle ich mich halt von der AfD. Es ist einfach ein besseres Gefühl, in so eine Partei zu gehen, weil dort sieht man halt auch, was auch die Direktkandidaten, wir haben ja jetzt gerade Landtagswahl, dass sie sozusagen auch selber mitmachen und das motiviert. Und da sage ich auch, die wollen das auch wirklich und können auch das durchsetzen. Wir haben ja jetzt dieses Jahr 2019 Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und was glauben Sie, welches Bundesland hat das meiste Potenzial? Das ist eine gute und schwere Frage. Hoffentlich alle drei Bundesländer, wenn es nach mir gehen würde. So Damian, bist du zufrieden mit der Veranstaltung? Ja, also ich bin sehr zufrieden und man sieht es ja auch, es ist sehr viel los hier in Cottbus, wieder zahlreiche Menschenmengen, die hier erschienen sind und es ist einfach hervorragend und hier werden wir auch ein Ergebnis jenseits der 30% erzielen. Es ist eine tolle Veranstaltung, rundum gelungen und ein sehr tolles Zeichen für die junge Alternative. Und wie würdest du die Stimmung heute hier beschreiben? Ja, also man merkt hier natürlich ganz klar die Aufbruchsstimmung. Die Leute möchten eine Veränderung in diesem Land. Die haben keine Lust mehr, sich von den grünen Gutmenschen was diktieren zu lassen. Und deshalb sind sie heute alle auch da, um ein Zeichen zu setzen. Alle Flyer werden uns aus den Händen gerissen und insgesamt kann man ganz klar sagen, die junge Alternative ist super beliebt hier. Welche Erwartungen hast du hier an die Landtagswahl? Also was würdest du sagen, soll sich hier am ehesten ändern in Brandenburg? Ich meine, in Brandenburg gerade ist es halt wichtig, dass man die ländlichen Räume stärkt. Natürlich auch die Kohle, dass man die erstmal noch weiter erhält. Und natürlich auch, was ja dann auch heute schon angesprochen wurde bei mehreren Reden, dass halt Illegale, die hier sich aufhalten, einfach abgeschoben werden. Wie würden Sie gerade so die Stimmung in der Bevölkerung im Osten beschreiben? Im Osten würde ich sie vielleicht eher als Aufbruchsstimmung bezeichnen. Was ich mir jetzt erhoffe, dass es einfach mehr Sicherheit in unserem Land allgemein ist. Und auch für die Frauen, damit man nicht mit Pfefferspray durch die Straßen laufen muss. Oder ja, bis 20 Uhr kann man jetzt nur noch rausgehen und danach hat man halt Angst, alleine durch die Städte zu laufen. Albitz, wie schätzen Sie das Potenzial der AfD hier in Brandenburg zu den Landtagswahlen ein? Also wir haben ein deutliches 20 plus X Potenzial, da freue ich mich drauf. Ich stapel nicht zu hoch, wir werden um jede Stimme kämpfen, aber wir haben eine reelle Chance, stärkste Kraft zu werden und das hat dieses Land schwer nötig. Ich glaube, die AfD ist auch eine Problemlösungspartei, weil wir in deutlichem Deutsch Sachen ansprechen, die die Menschen bewegen, die in der etablierten Politik nicht nur versäumen, sondern auch innerlich verschwurbelt werden. Die Menschen wollen diese Klarheit und die liefert die AfD. Das ist wichtig, dass gerade Jugendliche, dass gerade junge Leute, die patriotisch denken, sich organisieren
und wirklich auch andere Jugendliche quasi mitreißen. Herr Höcke, eine Frage. Welche Erwartungen haben Sie an die Wahlen hier im Osten? Wir haben in Thüringen eine strategische Zielsetzung formuliert und ich glaube, das ist auch die strategische Zielsetzung hier in Brandenburg und auch bei den Freunden in Sachsen. Nach dem 1. September bzw. nach dem 27. Oktober in Thüringen darf an der AfD im Osten kein Weg mehr vorbeiführen. Nach der Wahl darf keine Politik gegen die AfD mehr gemacht werden. Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass viele Errungenschaften, für die die Menschen damals vor 30 Jahren hier auf die Straße gegangen sind, für die sie gekämpft haben, für die sie auch ihr Leben riskiert haben, denn keiner wusste zu Beginn der Proteste, wie dieser Kampf ausgehen würde, dass diese Errungenschaften, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, freier Zugang zu Medien und so weiter, dass diese Errungenschaften verteidigt werden müssen und dass wir als Rechtsstaatspartei, als AfD bereit sind, diese Errungenschaften zu verteidigen im guten Geist der alten 89er Revolutionäre.